Nicht nur auf erdreichem Untergrund, auch auf Gesteinen und Felsen können Pflanzen wachsen und gedeihen. Die unter der oberen, dünnen Bodenschicht liegenden Gesteinsschichten können aufgrund ihrer Porosität Wasser speichern. Oftmals reichen die Wurzeln der Pflanzen bis in das Gestein im Untergrund hinein. So werden Bäume und andere Gehölze auch in Zeiten von Dürre regelmäßig mit Wasser versorgt. Gesteine im Untergrund können teilweise mehr Wasser speichern als die darüber liegenden Bodenschichten. Dieses Naturphänomen haben Forschende der Universität Texas in Austin, USA, untersucht. Sie konnten beweisen, dass Felsen und Gesteine eine besondere Funktion als Wasserspeicher in unserem Ökosystem haben. Felsenwasser ist ein entscheidender Bestandteil des weltweiten Wasserkreislaufs und muss in Untersuchungen zur Auswirkung des Klimawandels auf die Wälder berücksichtigt werden. Nicht nur auf erdreichem Untergrund, auch auf Gesteinen und Felsen können Pflanzen wachsen und gedeihen. Die unter der oberen, dünnen Bodenschicht liegenden Gesteinsschichten können aufgrund ihrer Porosität Wasser speichern. Oftmals reichen die Wurzeln der Pflanzen bis in das Gestein im Untergrund hinein. So werden Bäume und andere Gehölze auch in Zeiten von Dürre regelmäßig mit Wasser versorgt. Gesteine im Untergrund können teilweise mehr Wasser speichern als die darüber liegenden Bodenschichten. Dieses Naturphänomen haben Forschende der Universität Texas in Austin, USA, untersucht. Sie konnten beweisen, dass Felsen und Gesteine eine besondere Funktion als Wasserspeicher in unserem Ökosystem haben. Felsenwasser ist ein entscheidender Bestandteil des weltweiten Wasserkreislaufs und muss in Untersuchungen zur Auswirkung des Klimawandels auf die Wälder berücksichtigt werden. Nicht nur auf erdreichem Untergrund, auch auf Gesteinen und Felsen können Pflanzen wachsen und gedeihen. Die unter der oberen, dünnen Bodenschicht liegenden Gesteinsschichten können aufgrund ihrer Porosität Wasser speichern. Oftmals reichen die Wurzeln der Pflanzen bis in das Gestein im Untergrund hinein. So werden Bäume und andere Gehölze auch in Zeiten von Dürre regelmäßig mit Wasser versorgt. Gesteine im Untergrund können teilweise mehr Wasser speichern als die darüber liegenden Bodenschichten. Dieses Naturphänomen haben Forschende der Universität Texas in Austin, USA, untersucht. Sie konnten beweisen, dass Felsen und Gesteine eine besondere Funktion als Wasserspeicher in unserem Ökosystem haben. Felsenwasser ist ein entscheidender Bestandteil des weltweiten Wasserkreislaufs und muss in Untersuchungen zur Auswirkung des Klimawandels auf die Wälder berücksichtigt werden.